Ihnen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Ja, es ist der aufregende Tag heute. Es ist 6 Uhr. Ich bin schon relativ weit. Ich habe mir schon ein bisschen Kaffee gemacht und ein bisschen was gegessen, aber irgendwie habe ich Bauchschmerzen. Aber ich kriege immer Bauchschmerzen, wenn irgendwas ist. Das ist nichts Besonderes. Ich konnte auch nicht aufessen. Das kriegen gleich die Hühner oder mein Hahn. Kaffee konnte ich auch nicht austrinken. Ja. Wie gesagt, also es ist jetzt 6 Uhr. Wie wird der Plan sein? Allah is in verse. Da wird Folgendes jetzt sein. Ich werde jetzt, bin noch dabei, Videos hochzuladen. Also ich hatte noch ein Kangal-Video und ich hatte noch, was ist das denn hier? Ein Taschentuch, hey. Wo kommt das denn her? Ich hatte noch TikToks, die habe ich eben hochgeladen. Für mein Haupt-TikTok habe ich aber jetzt nichts mehr gemacht, obwohl ich zwei Videos auch da noch gestern gedreht hatte. Aber ich habe die noch nicht hochgeladen, weil gestern den Abendhimmel noch aufgenommen und wie gesagt ein Kangal-Video noch. Und das lädt gerade hoch und es dauert wieder ewig, ne? Ja. Oh, ich bin echt müde, ich habe richtig schlecht geschlafen, weil ich Angst hatte, dass ich verschlafe. Keine Ahnung, ich habe aufgeregt und ja. Um 5 bin ich, glaube ich, aufgestanden, ja. 4 Uhr 55 oder so. Ja, und jetzt gebe ich den Hunden gleich ihr Essen. Viel zu früh, ich weiß, aber ich muss dann duschen. Es ist 6, so. Und um 7.45 Uhr kommt der Transfer. Also 10 Minuten früher muss ich draußen sein. Also gehe ich um 7:30 gehe ich hier raus. Genau, 7:30 gehe ich hier raus. Allah is in verse. Jetzt ist es 6, 5:05. Kriegen die Hunde gleich zu essen. Ich würde mal sagen, in 20 Minuten ungefähr. Und dann, das dauert ja auch. Ich muss die ja trennen und dann muss ich Pascha da wieder rauslassen, weil da dürfen die ja nicht drin bleiben, wegen dem Loch, was die da gegraben haben. Das muss der Gärtner erstmal machen. Das habe ich gestern Abend noch mit meinem Mann besprochen. Gestern Abend ist auch gar nicht viel mehr passiert. Ich habe natürlich die ganzen Videos eingestellt. Zum Glück war ja alles drauf, bis auf die beiden Zwischenvlogs um 19 und um 20 Uhr. Die waren auch dann gestern Abend, war einer schon durch und der andere kurz vorher, also kurz davor. Aber dann bin ich auch ins Bett, dann haben die Familie noch angerufen, haben wir noch eine Stunde oder so mit der Familie telefoniert. Und ja, die werden heute schon mal losfahren und einige Dinge für die Verlobung besorgen. Allah is in mercy. Und dann wollten wir uns heute Abend eigentlich alle bei meinem Sohn treffen. Allah is in mercy. Mal gucken, ob wir das noch schaffen. Ja. Genau. Mal gucken. Mein Mann holt mich hier ab. Zum Gott willen. Und weiß ich nicht. Ich denke mal, wir werden uns dann alle bei meinem Sohn treffen. Heute ist ja Samstag. Die arbeiten nicht. Also mein Sohn jedenfalls nicht. Und der andere auch nicht. Ja, also nur vormittags jedenfalls, glaube ich. Gut. Das ist immer schön, ne? Joghurt habe ich noch für die Hunde. Nicht mehr viel, aber ich habe das haben fast vollständig die Hunde gegessen. Da ist aber noch ganz schön drin, also. Ja, doch, das schaffen die gleich. Genau. Und dann konnte ich ja mein Brot nicht essen, meinen Kaffee nicht trinken. Ist auch nichts Schlimmes. Ja, genau. Also so, ich würde mal sagen, 5:30 gebe ich den Hunden ihr Futter. Dann warte ich kurz, bis die fertig sind. Und dann
shorte ich sie vielleicht noch mal ganz kurz. Das kann ich dann vielleicht auch noch mal schaffen, hochzuladen. Und würde dann duschen gehen. Oh, ich smash's. Ja, so wird es sein. Inshallah. So, ich habe jetzt die Hunde schon mal gefüttert. Ich weiß, es ist viel zu früh, aber ich wollte trotzdem den Hunden erstmal was zu essen geben. Dann haben die schon mal. Wahrscheinlich wird der Gärtner nachher noch mal füttern. Aber das ist ja nicht schlimm. Genau. So, liebe Leute. Hunde sind versorgt. Ich habe alle abgefüttert. Da wieder abgeschlossen. Die haben gegessen. Und jetzt gehe ich duschen. Katzi ist auch da. Okay. Was ist das für ein Geglucker hier? Hört ihr das? Oh Mama. Richtig eigenartig. Irgendwo gluckert das hier. Naja. I'm ready. Nochmal gucken. Alles aus ist. Waschmaschine aus. Hier ist alles aus. Hier ist alles aus. Hier ist alles aus. Alles zu. Oben nochmal gucken. Es ist 7:30. Also ich habe noch 20 Minuten, aber ja, ich gehe so um 9:30 gehe ich hier raus. Das Wetter, nochmal gucken, das Wetter. Sieht's aus. Heute Morgen. Ja. Ach, genau. Hühnchen sehe ich gar nicht mehr im Baum. Den hatte ich aber heute Morgen Futter hingetan. Der ist sicherlich hier auch schon irgendwo unterwegs. Genau. Und die Hunde sind auf Wachposition. Da ist eine Nachbarin. Ich weiß nicht, was sie da rumkribbelt, aber irgendwas machen die da hinten. Komisch. Naja, I'm going. Tschüss. So. Ist auch alles in Schallach gut. Ja. So. Hier nochmal gucken. Ja. Das ist gut. Mal gucken. Tschüss. Tschüss. So, den Müll bringe ich noch mal weg und dann geht's los. Hühnchen ist schon unterwegs. Meine Hunde sehe ich da jetzt gerade nicht. Keine Ahnung, die sind wahrscheinlich noch da unten an der Treppe. Gut, meine Lieben, das war's erstmal. Da sind sie. Gut, tschüss.
Ja, jetzt wieder hier zur Anlage. Und mein anderes Telefon schon im Anschlag, als die anrufen. Die Schildkröte, ne? Gut. Hier warte ich ja immer. Ich hoffe auch, dass er dann auch hier ankommt, aber naja. Tasche ist doch ganz schön groß, ne? Ich hoffe, es geht gut. Die Maße stimmen jedenfalls. Noch mal geguckt gestern. Ich fliege ja mit Sun Express bei Sinners. So, hier warte ich eigentlich immer. Ich hoffe, dass die auch kommen. Letztes Mal hat er nämlich gesagt, der Fahrer, oh, ich bin sonst immer da hinten lang gefahren und an den Bananenfeldern und habe abgeholt. Da war ich dann auch jetzt wieder und da kommt man ja gar nicht mehr durch. Und jetzt wusste ich gar nicht, wo ich langfahren soll. Ja, man findet uns nicht. Das ist echt schwierig hier immer. Gut. Ja, mein Lieben. Das war's wieder, ne? Ich habe dieses Band übrigens doch umgemacht. Mal gucken, wie lange ich das aushalte. Zur Not hole ich das wieder ab oder mach's ab. Im Flugzeug nachher. Mal schauen, Allah ist in der Schse. Ja, so sieht's aus. Genau, letzte Arbeit, die Leute. Hier auch. Auch im Paradies muss man arbeiten, ne? Hier ist auch mal die 24-Stunden-Bewachung. Das ist richtig gut, finde ich. Das Wetter ist sehr mild, ne? Also das habe ich heute Morgen schon mehr, als ich die Hunde gefüttert habe. Richtig mild, das Wetter. Das ist Alanya-Wetter. Wirklich das Kalte in die Minusgrade rein. Aber bei uns soll es kalt sein. Aber nicht so. Ich glaube, da geht es auch gerade. Ich glaube, die haben 7 Grad oder so gehabt gestern Abend in Hamburg. Hoffentlich kommen die jetzt pünktlich. Schau mal. So sehe ich aus. Das ist der Mantel, den ich letztes Jahr hier gekauft hatte. Den brauchst du auch jetzt aber. Also ich habe ja geduscht und so. Haare sind auch noch nass, muss ich gestehen. Ich föhne ja sehr ungern, ne? Ich finde das auch gut, dass ich nicht nachts fahren muss. Ich hasse es ja, nachts zu fahren, morgens früh. Das ist richtig gut. Aber habe ich jetzt noch eine Nachricht? 7.38 Uhr ist ja auch noch Zeit, ne? 7 Minuten noch. Ich jetzt ein Kaugummi reinmache, ne? Ich glaube, das ist nicht so gut für meinen Magen. Ich habe Wasser mit. Ich glaube, mein Hahn hat heute Morgen auch gekräht. Ich habe ihn etwas gehört.
halbes wenigstens. Nur 41. Wird sicher ein schöner Tag werden heute, inshallah. Soll sonnig sein. Sonnig werden. Bisschen nice. Wenn der Gärtner jetzt nochmal füttert. Oh mein Gott. Die Hunde haben richtig viel gegessen heute. Beide. Aber ich habe richtig viel Joghurt reingemacht. Ich hatte ja noch gestern eine ganze Menge Joghurt. Und das Mischmasch fanden beide gut. Nein, das ist nicht der Transfer. Paar 40. Vielleicht doch.